Lönnberg, Lönnberg, Rett. Zu einer Arbeitstagung mit Wahlen hat der Bezirkslandfrauenverein Walburg jüngst in die Lönnberger Lilie eingeladen. Aus dem gesamten Bezirk schickten die Ortsvereine ihre Delegierten, um einen neuen Vorstand zu wählen. Claudia Wiesenmeier führt die Landfrauen nun. Gabi Pflug blickte als scheidende Vorsitzende des Bezirksvereins gemeinsam mit Schriftführerin Christine Meuser auf das vergangene Pandemiejahr zurück. Rückblick auf den Lockdown. Bis auf zwei Arbeitstagungen hätten alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden müssen. Kassiererin Dorothea Schmidt berichtete von der soliden Finanzlage des Bezirksvereins. Auch Carola Biersch, neue Geschäftsführerin des Landfrauenverbands Hessen, kam aus der Geschäftsstelle in Friedrichsdorf nach Lönnberg. Sie erzählte von den vielen digitalen Veranstaltungen, die die Landfrauen in diesem Corona-Jahr abgehalten haben. Die digitalen Angebote solle es auch weiterhin geben, so Biersch. Sie freue sich aber auch wieder auf viele Präsenzveranstaltungen. Der Vorstand machte bei den Wahlen fast geschlossen Platz für neue Gesichter an der Spitze des Bezirksvereins. Zur neuen Vorsitzenden wählten die Landfrauen die Lönnbergerin Claudia Wiesenmeier, zweite Vorsitzende ist nun Caroline Keller-Bartels. Dorothea Schmidt kümmert sich noch bis Ende 2022 um die Kasse, danach übernimmt Marion Nickel. Christine Meuser bleibt Schriftführerin und zur neuen IT-Landfrau wurde Regine Heinz bestimmt. Die Beisitzerinnen sind Annelie Bruchmeier, Katlin Janel, Monika Meut und Susanne Reinhardt. Zum Abschied und als Dank für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement überreichten die Landfrauen ihren ausscheidenden Vorstandsmitgliedern rote Rosen. Gabi Pflug, Brunhilde Weil und Renate Pfeiffer-Krone durften sich außerdem über grüne Schirme freuen, denn den Landfrauen bleiben sie auch weiterhin treu. Danach ließen die Delegierten den Nachmittag in Lönnberg unter den geltenden 3G-Regeln bei Kaffee und Kuchen ausklingen.